zu den Logarithmusfunktionen. Dazu sofort eine Einleitungsaufgabe. Eine Großmutter legt bei der Geburt ihrer Enkeltochter Janine ein Kapital von 5.000 Euro zu 3% Zinsen fest und möchte ihr später den doppelten Geldbetrag schenken. Frage: In wie vielen Jahren wird sich der Betrag von 5.000 Euro durch Zinsverzinsungen verdoppelt haben? Das führt zwangsläufig zu diesen Rechnungen. Das Kapital nach x Jahren wird bei Zinsverzinsungen berechnet durch Startkapital 5.000 mal 1,03, die 3 wegen der 3%, hoch x Anzahl Jahre. Gleichzeitig möchte Oma aber auch, dass das Kapital nach x Jahren das Doppelte vom Startkapital ist. Das führt dann zwangsläufig zu dieser Gleichung. Was wir suchen, ist den Wert von x. Und diese Gleichung können wir noch durch 5.000 teilen. Somit erhalten wir diese Exponentialgleichung, denn x steht als Exponent da. Es wird uns aber schwerfallen, die 2 als Potenz mit Basis 1,03 zu schreiben. Unsere Aufgabe ist jetzt, diesen Zahlenwert für x herauszufinden. Welche Zahl ist so, dass 1,03 hoch diese Zahl 2 ergibt? Hier gilt, wir suchen den Wert von x, der als Bild durch die Exponentialfunktion mit Basis 1,03 die Zahl 2 hat. Demzufolge müssen wir diese Exponentialfunktion umkehren. Die Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen, das sind Logarithmusfunktionen. Beginnen wir mit einem ganz speziellen Logarithmus, und zwar den natürlichen Logarithmus. Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion. Der Graph der natürlichen Exponentialfunktion sieht so aus, und wenn wir ihn zeichnen, achten wir insbesondere darauf, dass er diese zwei Punkte 0,1 und 1e enthält. Diese Funktion ist stetig und streng steigend, also können wir sie umkehren. Den Graphen der Umkehrfunktion erhält man, indem man diesen Graphen spiegelt gegenüber dieser Achse S. Da bei der Umkehrung einer Funktion die Rollen von x und y vertauscht werden, wird dieser Punkt 0,1 zum Punkt 1,0. Und dieser Punkt 1e wird sich spiegeln zum Punkt e1. So. Und so fällt es auch nicht mehr schwer, diesen Graphen zu spiegeln. So erhalten wir den natürlichen Logarithmus, kurz ln. Die Funktion ln ist nur für streng positive Zahlen x definiert. Die Funktion ln ist immer streng steigend mit der Konkavität nach unten, aber sie steigt immer weiter. Ln von 1 ist 0, ln von e, das ist 1. Limes von ln, wenn x gegen plus unendlich strebt, das ist plus unendlich, weil die Funktion immer weiter steigt. Und der Grenzwert von ln von x, wenn x gegen 0 plus strebt, das ist minus unendlich. All das sehen wir durch diesen gespiegelten Graphen. Wir haben sie jetzt, diese Logarithmusfunktion. Also können wir den natürlichen Logarithmus korrekt definieren. Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion mit Basis e. Das Wort Logarithmus stammt aus dem Griechischen, und zwar Logos ist das griechische Wort für Verständnis und Arithmos ist das griechische Wort für Zahl. Einer der Gründer der Logarithmenrechnungen ist der schottische Mathematiker und Theologe John Napier, auch Napier genannt. Auf Deutsch heißt diese Funktion natürlicher Logarithmus. Auf Französisch nennt man diese Funktion le logarithme népérien,
von Nipper. Wir kennen jetzt diese neue Funktion, der natürliche Logarithmus, und können also ihre Ableitung bestimmen. Dazu nehmen wir streng positive x-Werte, denn nur die streng positiven x-Werte haben einen natürlichen Logarithmus. Und die Funktion, deren Ableitung wir suchen, nennen wir f von x. Wie immer bei Umkehrfunktionen kehren wir zurück zur direkten Funktion, das heißt hier, wir nehmen e hoch an beiden Seiten. E hoch f von x muss also dasselbe sein wie e hoch ln von x. Aber e hoch und ln, das sind Umkehrfunktionen eine von der anderen. Also streichen die sich weg und dann bleibt nur noch das x übrig. Wenn diese beiden Funktionen gleich sind, dann müssen ihre Ableitungen gleich sein. Wir leiten also beidseitig ab. Die Ableitung dieser Kettenfunktion, das ist die Exponentialfunktion selbst, multipliziert mit der Ableitung des Exponenten. Und die Ableitung von x ist 1. Was wir suchen, ist f' von x. f' von x steht da. Wir brauchen also nur noch durch e hoch f von x zu teilen und sind auch sicher, dass wir das dürfen, denn jeder Exponentialausdruck ist immer streng positiv, also verschieden von 0. Also ergibt das f' von x ist 1 geteilt durch e hoch f von x, das heißt ln von x. E hoch und ln sind aber gegenseitige Umkehrfunktionen, die sich wegstreichen. Somit bleibt als Nenner nur noch x übrig. Also haben wir die Ableitung von ln gefunden. ln' von x, das ist einfach 1 auf x. Wir sind auch sicher, hier nicht durch 0 zu teilen, denn die Zahl x ist streng positiv. Um die Ableitung von ln von f von x zu bestimmen, brauchen wir die Formel der Kettenfunktionen. Die besagt, man soll zuerst das ln ableiten, ja, das ln', das ist 1 auf die Variable. Als Variable soll man aber nicht x, sondern f von x nehmen, also ergibt das 1 auf f von x. Und das Ganze soll noch multipliziert werden mit f' von x. Also ist die Ableitung von ln von f von x gleich zu 1 auf f von x mal f' von x, kurz geschrieben f' von x geteilt durch f von x. Wir kommen jetzt zu drei ganz wichtigen Eigenschaften vom natürlichen Logarithmus. Die erste, der natürliche Logarithmus von einem Produkt, das ist die Summe der zwei einzelnen natürlichen Logarithmen. Das ist auch sehr einfach zu beweisen. Ln von a nennen wir mal x und wenn wir dann e hoch an beiden Seiten nehmen, dann steht hier e hoch ln von a, also a, gleich e hoch x. So. Das ln von b nennen wir mal y. Und machen denselben Schritt, wenn ln von b dasselbe ist wie y, dann muss e hoch ln von b dasselbe sein wie e hoch y. So. Woraus wir wiederum schließen, dass a mal b dasselbe sein muss wie e hoch x mal e hoch y. Das Produkt dieser beiden Potenzen mit derselben Basis ergibt also e hoch x plus y. Somit ist a mal b also dasselbe wie e hoch x plus y. Dann muss ln von a mal b ln von e hoch x plus y sein. Aber ln und e hoch, das sind zwei Umkehrfunktionen, eine von der anderen. Die streichen sich also weg und es bleibt nur noch x plus y übrig. Aber x, das ist ln von a und y, das ist ln von b. Und somit haben wir also bewiesen, dass ln von a mal b dasselbe ist wie ln von a plus ln von b. Die zweite Eigenschaft vom natürlichen Logarithmus führt zu einer ähnlichen Formel, nur das Produkt wird hier zum Quotienten und die Summe wird zur Differenz. Der Beweis ist genau wie dieser da, das heißt, ln von a nennen wir x. Indem man e hoch an beiden Seiten nimmt, führt das zu a gleich e hoch x. Und hier ln von b nennen wir y.
Beidseitig nehmen wir e hoch, das führt dann sofort zu b gleich e hoch y. Jetzt werden wir natürlich a geteilt durch b berechnen, weil es ist das, was wir suchen. Also a geteilt durch b ergibt e hoch x geteilt durch e hoch y und dieser Bruch ergibt e hoch x minus y, Eigenschaft der Potenzen. Jetzt nehmen wir beidseitig den natürlichen Logarithmus und demzufolge muss ln von a geteilt durch b dasselbe sein wie x minus y, weil ln und e hoch gegenseitige Umkehrfunktionen sind. Aber x, das ist ln von a und y, das ist ln von b, was also zu unserer Formel führt. Die dritte Eigenschaft, ln von a hoch b, das ist einfach b mal ln von a. Es sieht in dieser Formel also so aus, als dürfte dieser Exponent aus dem ln herauskommen und dann vor dem ln multiplizieren. Ln von 2 hoch 3 wird also 3 mal ln von 2 sein. Beweisen wir auch diese Formel ähnlich wie bei den zwei vorigen. Ln von a nennen wir x, deshalb muss a e hoch x sein. Und a hoch b muss also e hoch x hoch b sein. Das heißt e hoch b mal x. So. Jetzt nehmen wir ln an beiden Seiten. Das führt dann sofort zu ln von a hoch b gleich ln von e hoch b mal x. Ln und e hoch sind aber gegenseitige Umkehrfunktionen, die sich wegstreichen, dann bleibt nur noch b mal x. Aber das x, das ist ln von a. Also haben wir gefunden, dass ln von a hoch b dasselbe sein muss wie b mal ln von a. Es gibt selbstverständlich noch andere Logarithmusfunktionen, und zwar die allgemeinen. Wir haben die Exponentialfunktion mit Basis a streng größer als 1. Ihr Graph sieht so aus. Ihre Umkehrfunktion sieht demzufolge so aus. Diese Umkehrfunktion der Exponentialfunktion mit Basis a nennt man Logarithmusfunktion mit Basis a. Das a schreibt man etwas tiefer als das log und das x. Ist die Basis a zwischen 0 und 1, spiegelt die Exponentialfunktion a hoch x sich durch diese Achse zu dieser Logarithmusfunktion mit Basis a. Wir sehen hier deutlich, alle Logarithmusfunktionen haben als Definitionsbereich r 0 plus. Nur die streng positiven Zahlen haben durch einen Logarithmus ein Bild. Das ist hier auch so. Nur die streng positiven Zahlen haben durch einen Logarithmus ein Bild. Wir können also den allgemeinen Logarithmus definieren. Der Logarithmus mit Basis a ist die Umkehrfunktion log Index a der Exponentialfunktion mit Basis a. Wir erinnern uns, die Basis a ist eine streng positive Zahl, verschieden von 1. Suchen wir jetzt einen Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Logarithmus und dem natürlichen Logarithmus. Die Zahl a ist eine streng positive Zahl, verschieden von 1. Und diese neue Funktion Logarithmus mit Basis a nennen wir f. F von x ist also Logarithmus mit Basis a von x. Also muss a hoch f von x dasselbe sein wie a hoch Logarithmus mit Basis a von x. So. A hoch und Logarithmus mit Basis a sind aber gegenseitige Umkehrfunktionen und streichen sich weg. So bleibt nur noch das x übrig. X ist die Zahl, deren Logarithmus mit Basis a wir hier berechnen. Dieser Logarithmus ist aber nur für streng positive x-Werte definiert. X ist also eine streng positive Zahl. A hoch f von x ist ein Exponentialausdruck, der ist auch immer streng positiv. Also, da das eine streng positive Zahl ist und das auch,
dürfen wir an beiden Seiten den natürlichen Logarithmus wirken lassen. Ln von dieser streng positiven Zahl muss also gleich zu ln von dieser streng positiven Zahl sein. Ln von einer Potenz kann aber verwandelt werden, indem der Exponent nach vorne springt und dort multipliziert. Das ist die dritte Eigenschaft von ln. So, wir wissen jetzt, dass die Zahl a streng positiv ist und verschieden von 1 ist. A ist nicht 1, also ist ln von a auch nicht 0. Denn der einzige Wert, für den ln 0 ergibt, das ist die 1. Und die 1 haben wir von Anfang an als a-Wert ausgeschlossen. Das war also hier eine clevere Entscheidung, denn jetzt wissen wir, dass diese Zahl ln von a nicht 0 ist. Wir dürfen also durch diese Zahl teilen und haben herausgefunden, dass diese Funktion f von x ln von x geteilt durch ln von a ist. Somit haben wir also einen schönen Zusammenhang zwischen einer allgemeinen Logarithmusfunktion mit Basis a und dem natürlichen Logarithmus gefunden. Diese Formel ermöglicht es uns, einige Eigenschaften vom allgemeinen Logarithmus sehr einfach zu beweisen. Der allgemeine Logarithmus mit Basis a hat genau die dreiselben Eigenschaften wie der natürliche Logarithmus. Ich werde hier nur einen davon beweisen, denn die sind wirklich sehr ähnlich und sehr einfach. Der Logarithmus mit Basis a von x mal y, das ist durch diese Formel ln von x mal y geteilt durch ln von a. Erste Eigenschaft von ln besagt, dass ln von diesem Produkt die Summe der zwei lns ist. Die Bruchrechnungen ermöglichen es uns, diesen Bruch in zwei Brüche zu zerlegen, die dann addiert werden. Das hier, das ist durch diese Formel der Logarithmus mit Basis a von x. Und der letzte Bruch ist durch dieselbe Formel der Logarithmus mit Basis a von y. Dank diesem Zusammenhang können wir auch die Ableitung vom Logarithmus sehr schnell bestimmen. Denn Logarithmus mit Basis a von x, das ist laut dieser Formel ln von x geteilt durch ln von a. 1 auf ln von a setzen wir nach vorne als multiplikative Konstante, die jetzt aus der Ableitung raus darf. Und somit bleibt nur noch ln prim von x zu berechnen. Wir wissen aber, dass das 1 auf x ergibt. Wir haben die Ableitung vom Logarithmus mit Basis a gefunden. Es ist 1 geteilt durch x mal ln von a. Durch die Formel der Ableitung einer Kettenfunktion können wir sehr schnell diese Ableitung bestimmen. Der Logarithmus mit Basis a von f von x prim, das ist zuerst einmal die Ableitung von diesem Logarithmus, also 1 auf x mal ln von a, diese Ableitung aber ausgedrückt mit f von x, dann ergibt das also 1 geteilt durch f von x mal ln von a. Und zum Schluss wird noch mit f' multipliziert. Wir haben also den Bruch 1 auf diesen Nenner mal f' von x. Das ergibt f' von x geteilt durch f von x mal ln von a. Noch zwei kleine Bemerkungen. Und zwar, wenn bei log keine Basis steht, dann ist die Basis automatisch 10 und der Logarithmus mit Basis 10 wird auch der dekadische Logarithmus genannt. Der Logarithmus mit Basis e ist durch diese Formel dasselbe wie ln von x geteilt durch ln von e. Der natürliche Logarithmus von der Euler-Zahl e ergibt aber 1. Also ist der Logarithmus mit Basis e der natürliche Logarithmus.